sicherlich einer der wichtigsten oder vielleicht sogar der wichtigste Künstler in Österreich der letzten 20 Jahre. Diese Ausstellung ist eine Kooperation mit dem MUMOK in Wien. Franz West hat ganz stark mit seiner Arbeit, mit seinem partizipativen Ansatz, aber auch mit dem Humor, der in seinen Arbeiten enthalten ist, den Kunstbegriff verändert und aufgeweitet. Er ist deswegen auch sehr, sehr wichtig für unsere Sammlung, weil wir natürlich auch einen solchen konzeptuell partizipativen Ansatz mit vielen Werken, die in dieser Sammlung vorhanden sind, verfolgen. Franz West hat einen wichtigen Bezug zu Frankfurt. Er hatte über mehrere Jahre eine Professur an der Städelschule und nicht zuletzt aus diesem Bezug heraus sind auch viele wichtige Arbeiten von ihm in der Sammlung des MMK vorhanden. Deswegen war es uns schon lange ein Anliegen, mit diesem Künstler eine Ausstellung, eine große Retrospektive hier im Museum zu machen, und wir sind sehr froh, dass wir die Gelegenheit hatten, noch vor seinem Tod mit ihm an dieser Ausstellung zu arbeiten. Franz West hatte 1979 hier in Frankfurt seine erste Ausstellung außerhalb Österreichs in der Galerie Forme des Frankfurter Künstlers Jürgen Wegner. 1988 kam er zurück zu seiner Ausstellung im Portikus und hat dort Arbeiten gezeigt, die er früher bei Jürgen Wegner zurückgelassen hat. Die Idee von Franz West war, diese Arbeiten zusammenzufassen zu einer Installation, die er Wegner Raum 1 nannte. Das ist ein Kern oder ein Ausgangspunkt für die Idee der Kombination und der Zusammenfassung früherer Werke zu einer neuen Installation. Es gibt eine Vielzahl von Filmen und Videos über Franz West, aber auch von ihm. Ein sehr schönes Beispiel ist in der Ausstellung zu sehen. Das ist die Arbeit Ion, die Sie hinter mir sehen. Franz West hat einen Performer kennengelernt, einen Tänzer, Ivo Dimtschew, und hat ihn gebeten, mit zwei Passstücken zu interagieren. Beide Passstücke liegen auch in Museumsexemplaren vor dieser Arbeit. Der Besucher kann sie in die Hand nehmen und sich an ihnen versuchen. Ich stehe hier vor der Arbeit Die Genealogie des Ungreifbaren von 1997, eine Vitrine, die fünf Passstücke enthält. Franz West hat diese Stücke 1997 zusammengefasst zu dieser Arbeit und eine Vitrine dafür entworfen, in der diese Passstücke jetzt gezeigt werden. Der Titel der Arbeit Die Genealogie des Ungreifbaren ist ein sehr schöner Hinweis, das, was einmal greifbar war, also ein Passstück, das man handhaben konnte, in den Zustand des Ungreifbaren geraten kann. Wir können hier sehr deutlich sehen, dass diese Idee der Partizipation nicht statisch ist, sondern sich ständig weiterentwickelt. In dieser Ausstellung sind viele Dinge, die früher benutzbar waren, nicht mehr benutzbar. Das ist aber kein Stillstand, sondern eine Aufforderung, die Idee der Partizipation auch auf der Seite des Betrachters weiterzuentwickeln. In dieser Arbeit sind 15 verschiedene Künstler vertreten, neben Franz West. Von Franz West stammen die Möbel und dieses Podest. Jason Rhodes hat einen Kühlschrank beigesteuert, der früher auch in Gebrauch war. Es wurde darin Bier gekühlt, hier in dieser Kiste. Und der Satz hier auf dem Tisch fordert den Besucher auf, sich ein Bier zu nehmen und die Flasche dann hier auf dem Tisch stehen zu lassen. Für die Arbeit Ecke hat Franz West verschiedene Modelle für Großplastiken zusammengefasst. Jedes Modell einer Plastik wurde in einen Kasten gestellt und immer auch eine kleine Situation dazu konstruiert. Hier sehen wir zum Beispiel eine Skulptur, die bei der letzten Biennale 2011 im Arsenalegarten zu sehen war. Und er hat eben diese Skulptur kombiniert mit einer Frau, die über eine Trittleiter nach oben steigt, um diese Skulptur abzuwaschen. Es gibt andere Skulpturen, da agiert dann sein Halbbruder Otto Kobalek
Wir sehen Arbeiten, die einen Innenraum darstellen. Und das macht deutlich, dass diese Skulpturen nicht nur für einen musealen Raum gedacht sind, sondern eigentlich auch dafür gedacht sind, in öffentlichen Plätzen aufgestellt zu werden. Sowohl in Gärten als Sitzbänke, als auch in Stadtlandschaften.